Lauf ich falsch? Lauf ich nicht falsch? Aha, das ist bei Zelda auch immer so eine Frage, ne? Du hast ja irgendwie keinen Weg. Also oben wäre der Turm. Ich glaube, ich laufe falsch. Ich glaube, ich muss da oben... Nein, 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 nein. Ich hab... Link, wieso bist du denn abgesprungen? Ich hab doch... Okay, jetzt aber. Wir laufen hier an der Seite hoch. Folgen dieser Gebirgskette zu diesem Aussichtsturm. Und dann können wir hoffentlich zu dem nächsten Leuchtepunkt reiten und fliegen. Das davor hast du mal angefangen. Kimberly, ich würde dir empfehlen, Breath of the Wild einmal durchzuspielen. Was ist da oben? Oh, meine Aufmerksamkeitsspanne immer wie so ein... Okay, okay. Lass mich jetzt nicht ablenken. Tut mir leid. Spielt Breath of the Wild einmal durch. Einfach nur Offroad. Na komm. Ich weiß, das war jetzt dumm. Ich bin auf diesen Felsen. Dass du die Story einmal drin hast und dann kannst du sofort Tears of the Kingdom anfangen. Und das Schöne ist, du kannst Sachen übernehmen, wie zum Beispiel die Pferde. Also wenn du die Pferde in Breath of the Wild gefangen hast, dann bist du weg. Wir haben wieder Geflügel getötet. Und mein Schatz spielt es auch und stirbt immer so schnell, schreibt Sparko. Ja, man darf sich da... Oh, wir dürfen wieder ein Schild reparieren. Ich sterbe auch öfter. Ich finde aber, es ist okay mit Sterben, oder? Es ist okay. Bist du ein Guide, wie du einen weißen Leune sehr und schnell besiegen kannst? Terra, ich bin noch nicht so weit. Bitte erstmal noch keine Spoiler. Das ist so das Einzige... Oh Gott, wie baue ich das denn jetzt? Was mir lieb wäre. Und ich habe die Leune noch nicht. Also aktuell in dem Ding. Aber kommt noch. Kommt noch alles. Wenn wir soweit sind und ich sie nicht besiegen kann, dann dürft ihr mir gerne Tipps geben. Ah, ich glaube, ich habe es nicht verbunden, ne? Ich wäre ein Baumeister, wär, ne? Louis der Baumeister. Es wäre so viel Push am Bau. Ich würde nur klar kriegen. Nein! Jetzt hat sie es gedreht. Oh, das wollte ich gar nicht. Baumeisterin, ja. Oh. Erstmal den Typen hier. Da, erstmal Arbeitsunfall. Ich habe den Typen umgeboxt. Wartet, wartet. So. So, er kann das Schild loslassen. Ich glaube, das hält, ne? Gut. Warum kann ich ihn wieder nicht ansprechen? Das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehabt, dass ich Leute nicht ansprechen kann. Ey, Pokémon-Videos sind cool, schreibt Juli auf TikTok. Dankeschön. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich versuche mal dreimal die Woche Videos hochzuladen. I try my best. Das erklär mal der Baugenehmigung, ja. Der Baugesellschaft, oder? Also erstmal haben wir den Typi hier mit einem Stück Holz verprügelt. Aber warum trägt er auch keinen Helm, ne? Also da ist er selber schuld. Aber guck doch, wie schön ich kerzengerade steht. Da steht wirklich kerzengerade. Das Traurige ist, manchmal kippt es so ein Stück und bleibt stecken. Und dann sagt er trotzdem kerzengerade. Und jetzt, wenn er es dann fixt, dann bleibt das so schief, wenn du es schief irgendwie hinbekommen hast. Die Berufsgenossenschaft. Na toll. Danke, Polarwolf. Das siehst du, ich bin kein geborener Baumeister. Gut, wir machen das fest. Sehr schön. We did it. We did it. Ja. Und der gibt mir halt nur 20 Rubine, ne? Immerhin. Und was zu essen. Gut, die... Und diese Übernachtungsgutscheine, wo ich mir noch nicht so sicher bin, weil das Übernachten ist jetzt nicht so teuer. Und wir haben es ja gerade gesehen, bei dem einen war ja sogar so eine heiße Quelle. Also, überzeugt mich nicht so. Sein Loot überzeugt mich nicht so, aber wir müssen das machen. Weil wir ein guter Link sind. Ich hätte das Schild bestimmt lesen müssen. Da wäre jetzt irgendwas gestanden wie, Achtung, Explosionsgefahr oder so. Oder wenn du diesen Sound hörst, bleib stehen. Oder wenn du zum Turm willst, musst du in die andere Richtung. Ich habe so das Gefühl, genau das hätten wir machen müssen gerade. Und wo das Retten gewann in Real Life, das habe ich von Freunden geschenkt bekommen, aber schon vor 6 Jahren. Also als das Ursprungs-Breath of the Wild eben rauskam. Und das haben die mir aus dem Nintendo Store mitgebracht. Bin mir nicht sicher, ob es das nicht noch irgendwo zu kaufen gibt. Bestimmt, bestimmt. Liebe diese Musik beim Reiten. Da wäre ein Helm gewesen zu dir. Was auch immer das ist. Und warum Epona jetzt auch immer stehen geblieben ist. Ich finde ja, das ist eins der besten Melodien von diesem Game.
Ah ja, guck, da ist der Turm. Ich glaube immer noch, dass ich falsch renne, aber... Ah ja, da ist ein Schrein. Ipona, nicht einfach immer... Vor was erschrickst du dich, Pferd? Da ist nichts. Durch die Tätscheln geht's dir dann besser. Oh nein, was ist das? Ist das ein Pferd? Was ist das? Oh nein, es leuchtet. Da oben wäre ein Schrein. Das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall wichtig. Zum... Steak-Stein. Oh, von den Goronen. Geil. Oh, essen die diesen Magma... Dieses Magma-Steak? Oh, ich erinnere mich. Das war in irgendeinem anderen Spiel schon mal. Der Stein sieht sass aus. Okay. Irgendwas verkaufen die. Wir reden mal kurz mit denen. Ich weiß ja, ich hätte meinen Teller leer essen sollen. Und wenn ich möchte auch alles wieder gut... Und ich möchte auch alles wieder gut machen, aber mit einem Schlemmstein kann ich nicht rechnen. Würdest du auch das hier annehmen? Dabei handelt es sich um ein merkwürdiges Objekt, das nach dem Kataklysmus entdeckt wurde. Ich weiß nicht, was er ihm da hinlegt. Es leuchtet und ich will es haben. Weißt du, es mag seltsam aussehen, aber dafür hat es enorme Seltenheitswert. Nichts ist so gefragt wie ein Schlemmstein. Dabei handelt es sich um ein wertvolles, essbares Mineral. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Ich kann nicht glauben, dass du dieses köstliche Gericht einmal angerührt hast. Was für ein Verschwendung. Als Wiedergutmachung solltest du mir besser einen neuen Schlemmstein besorgen. Und nimm dieses unappetitliche Ding mit. Hätte ich dir schon längst den Ersatz gebracht. Bin zu den Höhlen am Ende der Lorenschienen gegangen. Um danach zu suchen, genau wie du gesagt hast. Aber bei einem solch gefährlichen Wort hält es doch kein Hymlian aus. Okay, wir brauchen so einen Schlemmstein, aber ich denke, wir kommen da noch hin. Wichtig ist der Tempel da oben, dass wir hier wieder einen Safe Point haben. Und dann natürlich die Map. Dann laufen wir als nächstes zu der Map. Ganz, ganz gut. Ja, genau, den Schlemmstein müssen wir holen. Ich glaube, das ist machbar und ich denke, dass wir da noch hinkommen. Wo auch immer diese Lore. Lore. Irgendwo sind schon Schienen. Der Wacker-Wacker-Schrein. So Pac-Man. Wacker-Wacker-Wacker-Wacker. Bin gespannt. Ich finde immer so, es ist wie so ein Ü-Ei, diese Schreine. Sie haben auch die Form eines Ü-Eis. Entweder ist was Cooles drin oder halt Rotz. Schoki findet man zwar in keinem Fall, aber man ist sich nie sicher, was drin ist. Wieso schreibe ich das, wenn er das eh erzählt? Ach, Schuh, kein Problem. Oh nein, da ist Lava. Leute, der Floor ist Lava. Ah ja. Das war close. Oh. Oh. Und. Wir verprügeln ihn einfach. Und guten Abend, Robert. Ich glaube, Konstruktbogen. Aber wir brauchen wieder einen neuen. Oh nein, das Ding geht gleich kaputt. Wir brauchen einen Konstruktbogen. Ja, dann lass uns den hier gleich auf den Boden werfen. Und den anderen mitnehmen. Ein starker Konstruktbogen. Okay, wir brauchen hier eine Kugel. Wir brauchen hier eine Kugel. Robert, ich hoffe, dir geht's gut. Wir könnten da jetzt drauf und dann einfach Zeitumkehr machen, ne? Und dann kommen wir bestimmt zurück. Ach geil, wir schieben den anderen mit zurück. Ach, schieben wir das alles zurück? Das heißt, jetzt kommt ganz, ganz, ganz viel auf uns zu. Ja, easy, oder? Easy. Bin wahrscheinlich, wäre da hinten noch eine Truhe, ne? Natürlich wäre da hinten eine. Ich glaube, hier ist das Ende. Ist hier schon das Ende von dem Schrein? Wir sollten noch das Zeug hier mitnehmen, ne? Ja, da ist das Ende. Ich guck nur noch mal kurz. Ist da eine... Da ist eine Truhe, ne? Genau, Aiden Schussel. Anstelle, dass ich mich einmal umdrehe, ne? Und einmal guck, was da los ist. Ne, wir hüpfen da jetzt wieder drauf. Einmal Fokus, ne? Einmal mit Profis senkt ihr euch bestimmt. Ja, da ist eine Dankeschön. Ist das Fortnite? Nein.
Ich war so close und ich dachte, ich kann da locker drüber springen. Ich bin dumm. Ah ja, okay, ich bin hier. Aber wir sollten was essen. Was Kleines, so einen normalen Spieß. Ja, so ein bisschen sicher ist. Aber komme ich da rüber? Also der tut ja hier schön das Wasser sprühen. Komme ich da rüber? Schaffen wir, ne? Sieht so weit weg aus, deshalb. Sieht genauso weit weg aus, wie es gerade war. Ich glaube, das ist... Kann ich das bei dem auch machen? Nö. Ich krieg das hin. Wir warten wieder auf eine große Plattform. Ich muss es schieben. Oder ich probiere noch was. Hey, das wolltest du jetzt nicht, oder wie? Ich probiere noch was. Und danach probierst du schieben. Weil theoretisch kann ich die doch einfach auch herheben, ne? Okay, ich hab's verstanden. Ich kann das nicht hinheben, wie ich mir das vorstelle. I got it. Oh doch, guck mal. Like a pro. Like a pro. Geil, die ist einfach da hängen geblieben. Wo wäre sie hingefallen? Oh Gott, wo wäre diese Truhe am Ende hingefallen? Okay, we did it, we did it. Ich bin ein bisschen stolz. Okay, das ist nicht gut gelaufen, aber wie die. Ah ja. Da ist ein Propeller. Ah, okay. Oh Gott, das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist jetzt so ein Wasserlöscher-Ding. Oh Gott, ich anschrecke. Oh Gott. Ja, nicht Schreckliches. Diese. Okay. Lol. Okay. Okay. Lass mich überlegen. Kann ich die fusionieren? Dann sind es Doppelgemoppel. Das ist so ein Doppelding. Doppeldecker. Ja, ich kann sie fusionieren. Macht das sie jetzt stärker? Ah, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich weiß, was ich machen. Nee, ich weiß es. Halt, stopp. Da ist noch ein Ding. Mir fehlt noch ein Brett oder so. Ein Brett. Oh Gott, was habe ich hier verbrochen? Was zur Hölle habe ich hier verbrochen? Kann ich mir hier eins mitnehmen? Tatsache. Ach krass. Nein! Ist zu groß! Oh. Ich könnte jetzt einen dummen Spruch bringen, aber ich lasse es. Mit Gefühl, Leute, mit Gefühl! Wenn ich da jetzt einen Propeller dran mache, meint ihr, das geht so übers Wasser? Und? Ja. Läuft, ne? So, semi. Es läuft semi, okay? Es
läuft gerade irgendwo anders hin. Warum auch immer der jetzt hier fusioniert ist. Komm weiter rüber. Okay. Über Wasser bestimmt. Läuft, ja. Ich bin ein bisschen, es ist jetzt ein bisschen hier einge... Ja. Ah, es ist jetzt dumm. Ich hoffe einfach, es dreht sich mit der Zeit. Oder wir kommen da an. Ich habe eine Brücke gebaut mit den Dingern. Anna, das ist auch clever. Das ist auch clever. Jetzt aber, jetzt können wir den trennen. Jetzt sind wir wieder gerade. Mach's gut, Stein. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Methode war. Weil wieso war so Wasserzeug? Wahrscheinlich wirklich, um wirklich so eine Brücke zu bauen. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Und Dankeschön für das Lucky Pick. Das brauche ich an der Stelle wirklich sehr. Irgendwas kommt an. Ja, ja. Irgendwann kommt man an. Langsam und mit Geduld. Was ja meine definitiv eine Eigenschaft ist, ne? Mit Geduld hier ans Ziel kommen. Okay. Was zwei davon, da läuft ja gerade. Hätte ich machen können. Und ist nochmal vielen lieben Dank für die Lucky Picks. Dankeschön. Aber ich bin da manchmal zu faul. Ich bin da so, ja, einer funktioniert ja auch, ein so ein Propeller. Dann baue ich da einfach einen dran. Selber Platten zeugen, Zeit umkehren und Turbine. Aber Zeit umkehren hätte ja nur bis zu der Stelle, wo er created wurde, den zurückgeblieben, ne? Da hinten war dieser Aussichtsplattformsturm, wo wir hin wollten. Also der wäre ja theoretisch nur dahin, wo ich ihn erstellt hätte. Oder sehe ich das falsch? Ist das so eine heiße Quelle, die heilt? Fällt jetzt nicht auf, ne? Weil ich voll das Leben habe. Epona, wir reiten da jetzt einmal kurz ums Eck. Und gucken, ob wir da zu diesem komischen Turm kommen. Zumindest haben wir Musik, ne? Wo gibst du die Rubine aus? Ich will die Winterrüstung. Schuk, ich will die Winterrüstung. Da fehlen mir ein paar. Damit wir den Winterdungeon machen können. Ah, sieht doch gut aus. Wie weit kann die Pona mitlaufen? Oh Gott, das ist ein Gegner. Oh, Pona, ich glaube, ich lasse dich hier. Das ist mir schon wieder zu risky. Oh, haben die jetzt die Pona geschlagen? Ah, toll. Na warte, du kriegst hier meine... Du hast Epona geschlagen. Jetzt hab ich selber Epona geschlagen! Nein! Du Monster! Deine Lanze gehört jetzt auf jeden Fall mir. Nein, komm zurück! Ich habe die Lanze verloren. Oh nein, da läuft's noch. Oder? Doch, da ist es noch. Die Lanze nehmen wir mit. Die ist bestimmt nicht schlecht. Die Lanze will ich. Ah, die ist scheiße. Hat sie hier überhaupt rentiert? Bekommt man die Rüstung wieso? Oh nein, sag mir das doch nicht, Duke. Sag mir das doch nicht. Ich dachte, ich muss die kaufen. Würde auf jeden Fall Sinn machen, oder? Aber am Ende kriege ich die bestimmt irgendwo geschenkt und ich, Depp, kaufe die. Bin auch ständig ohne Winterrüstung im Wintergebiet. Stark. Stark. Nur die Harten kommen in den Garten, oder? Ist das so ein Spruch? Slifer, hello. Kurzes Hey, auch an dich. Ich möchte mich nicht spoilern, na klar, na klar. Wobei, live, wann startest du? Ich meine, oh nein, das Ding geht hier nicht auf, oder wie? Weil ich bin ja eh langsam, ne? Und ich glaube, du kannst dich immer bei Zelda spoilern lassen, weil die Leute immer woanders hinlaufen und immer was anderes sehen, wo man noch gar nicht war. Bist du wegen des Kartografieturms hier? Tut mir leid, hier ist ziemliches Durcheinander. Okay, ein riesiges Trümmerstück vom Himmel gefallen und hat die Kartografieturm erwischt. Aha, dabei war die Abdeckung oben auf dem Turm abgerissen. Okay, können wir die Zeit umkehren, ne? Wir probieren das mal. Tschucke. Na? Wisst ihr nicht? Link, wisst ihr nicht? Berühren. Hä? Nee, geht nicht? Hä? Aber es leuchtet doch auffällig. Bin ich jetzt dumm? Bin ich dumm? Ich bin dumm, ne? Aber es leuchtet doch. Bin ich jetzt blöd?
Und ja, jetzt ich bin auf Twitch live. Genau. Link ist in der Bio. Oder ich heiße genauso wie da. Oh, cutes Neko. Dankeschön für den Raid. Warte, ich warte kurz, bis Neko im Chat ist. Dann kann ich mich nochmal bedanken. Huch. Da hinten leuchtet auch irgendwas, ne? Ich glaube, ich muss nach oben. Neko, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen... Da fällt was runter. Du hattest einen wunderschönen Stream. Was gab es denn bei euch? Zuletzt wurde gezockt. Irgendwie holt der Bot gerade das Game nicht. Was wurde bei euch gespielt? Wie geht's dir? Dankeschön für den Raid an alle Leute, die neu reinschauen. Hello, ich bin die Louis. Freut mich sehr. Schön, dass ihr reinschaut. Bei mir gibt es auf dem Kanal ganz, ganz viel Nintendo-Content. Gelegentlich auch was auf der Playstation. Und ja, aktuell spielen wir erstmal ganz viel das neue Zelda. Ich tue kurz rüber. Und hallo Banana Po. Geiler Name. Und Itz, dankeschön für den Follow hier auf Twitch. Dankeschön. Eine Lanze. Sehr schön. Wo ist denn jetzt dieser Turm? Das hat's gerade erledigt. Ah, Deko. Uah. Einlochen ist nicht so meine Stärke, ist aber auch nicht meine Aufgabe. Ne? Okay, gut. Solange Link hier nach unten segelt. Mehr oder weniger, ne? So, jetzt. Dankeschön, Deko, für den Resub. Dankeschön. Oh, ist das süß. Vielen lieben Dank. Warte, du kriegst natürlich deinen Zettel. Da ist mein Stifti. Und dankeschön. Dankeschön, Neko, für den Resub. Dankeschön. Ein Twitch-Baby mit 9 Monaten. Crazy. Ich hoffe, dir geht's gut. Sind bei dir wieder ganz viele Festivals angesagt eigentlich? Und hallo, Won. Schönen guten Abend. So. Irgendwie fühle ich es ein bisschen gecheatet, weil wir diesen Turm jetzt nicht repariert haben. Okay. Aber wir haben den Eingang aufgemacht, ihm geholfen. Ich denke, wir sind alle wieder happy, ne? Ja. Wir scannen. Scannen? Nee. Wir scannen? Jetzt. Ah, ich bin auf dem falschen Ding. Ich bin mal im Lurk. Na klar. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Apex-Stream. Mach's gut, Neko. Bis dann. Bis dann. Und bis dann, Slime. Danke, Cornflakes, für den Follow und danke auch, Chalke. Yay, we did it. Turm des Erleuchtens. Ach, keine Ahnung. Irgendein Turm. Oder, schau mal, das ist Switch am Boden. Oh, wie cool. Da war wieder so ein Kornkreis. Ich finde geil, wie er hier so scannt. Das ist so witzig. We did it. Mal schauen, wie weit wir heute noch kommen. Ob wir diesen Speicherpunkt noch erreichen, den wir nicht vorhaben. Das war jetzt aber die richtige. Ja. Ja, genau, wir wollten da hin, ne? Ja, genau, wir wollten da hoch. Oh, zum Todesberg. Oh, jetzt bin ich mir doch gerade nicht so sicher, ob ich da hoch will. Himmelskarte. Okay, die ist recht. Die war recht mager jetzt. Die Himmelskarte war ein bisschen mager. Ich überlege, ob wir jetzt doch nochmal gerade nach unten gehen. Und Epona mitnehmen. Ich fühle mich ein bisschen schuldig, das Pferd da irgendwo stehen zu lassen. Wenn sie noch da ist. Die hat sich vielleicht auch gedacht, Link. Du kannst mich mal. Ist sie da vorne? Doch, da vorne ist sie, ne? Oder ist es ein Gegner? Ist es Epona oder ein Gegner? Oder ist es ein anderes Pferd? Ne, es ist Epona. Und ab Zweigverbindung. Guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Herzlichen Abend. Einen herzlichen Abend? Macht das Sinn? Jetzt hat Sinn zu machen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr genießt Breath of the Wild und Tears of the Kingdom genauso sehr wie ich. Es sei denn, ihr mochtet die zerbrochenen Waffen. Dann ist es immer noch dasselbe Chaos wie vorher. Gut, aber jetzt haben wir einen Weg, ne? Da jetzt nochmal hoch und dann können wir hier den Weg hoch. Oh ja, kriegen wir hin, ne? Ah, suche einen ruhigen Stream zum Einschlummern. Ich finde nach wie vor meine Stimme nicht einschläfern. Fühle mich aber geehrt, wenn mein Stream dafür verwendet wird. Herzlich willkommen. Wir sind eine ganz, ganz liebe Dino-Herde. Jetzt bin ich... Oh, wie oft mir das passiert. Ich denke immer, weil B verbinde ich so mit Sprinten.
Und jede. Oh, da ist die Lore. Oh, da ist dieser Eingang. Oh, will ich das machen? Ah, ich weiß nicht. Ich will erstmal den Weg lang halten. Erstmal hier Schild lang laufen. Ganz, ganz spannend. Hier sind aber auch so viele NPCs, ne? Oh Gott, da ist ein Krok. Weiß er schon leid tut, dass er zu seinem Freund will und dann ist man, hilft man ihm nicht, aber. Ach. Hm. Ich kann mir dieses Meeting genau vorstellen. Ha. So, was wollen die Fans? Ja, dass die Waffen nicht mehr kaputt gehen. Dass Reiten besser wird. Dass sie Sachen schnell. Dass sie nicht mehr runterrutschen und diesen dummen Ausbaubalken haben. Welche Verbesserung bauen wir ein? Kroxam. Lass nochmal Kroxam machen. Was gibt's als Reward? Keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß es wirklich nicht, was es gibt. Wahrscheinlich einfach einen zweiten Kackehaufen. Dass du am Ende zwei Kackehaufen hast. Dass der von deinem vorherigen Spielstand übernommen wird und dann hast du am Ende zwei Kackehaufen in deinem Inventar. Jetzt leckt es ein bisschen. Jetzt ist es wieder gefangen. Das hat es gerade ein bisschen überfordert, ne? Mit Zwischenkarte und. Servus. Zwischenkarte und Pferd hin und her zu springen. Kurze Frage, hast du Epona als Amiibo oder wo kann man sie binden? Natascha, ich hatte Epona in Breath of the Wild und habe die jetzt einfach, weil ich den Spielstand halt jetzt neu angefangen habe, hat sie Pferde übernommen von meinem. Also es hat auch meine anderen Pferde übernommen. Es hat alle Pferde übernommen aus meinem Breath of the Wild Spielstand. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo ich Epona her hatte in Breath of the Wild. Ich glaube, da hatte man sie so bekommen können, wenn ich mich da so dran erinnere. So, ich glaube, wir sind am Ziel angekommen, ne? Da oben ist der Schrein. Ist das da oben der Schrein, den wir wollen? Ich denke ja. Oh, da gibt's Klamotten. Okay, ich guck noch kurz, was es für Klamotten gibt und dann gehen wir zum Schrein. Die Kleidung ist schon echt immer... Ah, das war die Rüstung. Die hat mir ja nicht so gefallen, aber die hilft halt gegen Hitze, ne? Ich befürchte, da oben ist der Schrein, den wir als Safe Point brauchen. Wir machen den Schrein oben. Wir machen den Schrein. Sicher ist sicher. Bevor wir hier wieder irgendwo dumm sterben und dann habe ich keinen Save Point, das wäre wieder mega ärgerlich. Das ist mir jetzt nämlich schon ein paar Mal passiert. Deshalb Safety First. Kümmert euch um eure Schreine. So. So, die Katze ist auch wieder hier. Ja. Hört man aber, glaube ich. Es ist zu weit weg vom Mikro. Danke für den Follow, Natascha. Wir schauen uns den Schrein an. Den Marak-Guzzi-Schrein. In Bayern sagt man zu einem Bonbon auch Gutzel. Das erinnert mich gerade dran. Auch wenn es nur Gutzi heißt, aber es war so Gutzel. Ich weiß nicht, ob man das in Österreich auch nicht sagt. Okay. Spannung, was uns wieder hier erwartet. Da wäre jetzt der Lavaschrein passend, den wir vorher hatten, wenn ich ehrlich bin. Nö, kein Lava. Eine runde Sache. Werden wir sehen, ob das eine runde Sache wird. Das sieht auf jeden Fall so aus, als könnte ich das hier hochziehen. Und verbinden. Zu so einer Hängebrücke. Yay! Es war verlockend, das unten festzumachen, ne? Es war irgendwie verlockend. Oh nein, doch Lava. Oh, und ein Fahrzeug? Rollt das dann, wenn ich es anschiebe? Oha. Oder auch nicht. Wo ist hier der Anfang? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich... Ah, das ist tatsächlich die Brücke hier. Warum ist hier so ein... Kann ich das machen? Oh nein! Oh. Okay. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich hier mache. Okay. Kann ich das einfach hier rüber tun? Nee, ne? Ich glaube... Okay, warte. Kann ich das irgendwie wieder zurücksetzen? Natürlich nicht, ne? Weil dann würde ich jetzt sofort... Was mache ich hier nur? Weil dann würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass das hier rangehört.
fast rein, wartet. Oder auch nicht. Ich glaube, das habe ich gerade echt scheiße befestigt. Ich glaube, es muss schon so... Okay, ich kann sich drehen. So irgendwie rein, ne? Es macht gerade nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Glaubt ihr, ich komme trotzdem dumm darüber? Nein. Ja. Es war ein Versuch wert. Ich denke, der Ansatz ist nicht schlecht, weil ich das Ding jetzt hier... Irgendwie hängt es halt ein bisschen falsch, ne? Okay, das sieht nicht... Oh Gott, ich glaube, ich habe das gerade völlig falsch gebaut. Und das Säde ist, ich kann da jetzt trotzdem rüber, ne? Völlig falsch natürlich. Das ist nicht, wie das Spiel gerade wollte, dass ich da rüber komme. Definitiv gut. Und gut, Freaky, lieben Dank für den Follow. Trotz des unfassbar schlechten Gameplays. Oh Gott. Dankeschön. Okay, wir haben Wagen Nummer 2. Okay, ich glaube fast, ich muss die verbinden. Okay, ich glaube, wir fahren gewonnen. Danke, Sebu. Jemand, der meine Arbeit hier schätzt. Ich verbinde das zu einem wunderschönen Wagen. Ey, ich fühle mich bei Zelda manchmal echt so wie so eine Prüfung, ne? So überhaupt keinen Peil, was hier gerade so passiert. Der Lehrer so, okay, und was willst du jetzt machen? Also, okay, ich verbinde das jetzt einfach. Also hier bräuchte ich ja jetzt irgendwie einen Motor oder so. Habe ich einen Motor zur Verfügung oder soll ich mir einen... Muss ich mir einen herstellen? Nee, hier ist bestimmt noch was, ne? Ist hier noch was? Die Brücke von vorne kann ich ja... Ah, ich kann nochmal das andere Ding nehmen. Echt, Sandra, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Seht ihr, wie mich das jetzt durcheinander bringt? Schön. Mein innerer Monk will noch kurz, dass wir diese Brücke fixen. Ich auch nicht. Oh, es geht gar nicht. Irgendwie hätte man sie fixen können. Oh, ist auch so eine Spielerin, wenn man sagt, 50 bis 80 Stunden, um alles zu sehen. Das wären aber an die 100, es wären über 100. Es wären bei mir über 100. Mach die Räder an. Oh nein, sag mir nicht, ich kann die Räder anschalten. Oh lol. Mach die Räder an, sagt er, und das Ding überfährt mich erstmal. In welche Richtung fährt es denn? Es fährt in die falsche Richtung. Okay, ich muss es einmal drehen. Ich muss es einmal drehen. Dankeschön. Lack die Reifen. Danke, Leute. Kackbuhn lässt grüßen. Ich kann wieder nichts. Und Emotional Sport. Nein, ich bin nicht Gnu. Bin die Louis. Steht sogar unten. Okay. Do it. Jetzt aber. Ey, mit Vollgas. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es fährt. Wieso fährt das nicht? Fahren die. Okay. Soll ich. Ey, Frau am Steuer, was erwartet ihr, Leute? Was erwartet ihr? Dass ich das jetzt hinkriege? Ich denke nicht. Die Reifen haben eine Laufrichtung. Ach, Mann. Oh. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, danke, Mario. Oh, ich trau mich ja schon gar nichts mehr machen. Diese Reifen triggern mich grad. Okay, jetzt aber. Wenn ich natürlich die Reifen...
Gott, das funktioniert hier. Bitte, bitte. Ich fix es wieder. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Oh. Ich habe auch echt Probleme, dieses dumme Zeug immer zu drehen, ne? Für mich ist das nicht so intuitiv mit dem Drehen. Oh, das funktioniert jetzt bestimmt auch nicht. Doch, jetzt aber, Leute, ich hab's. Sie gucken, ich hab's hinbekommen. Sie gucken in die richtige Richtung. Oh, Fahrzeug des Todes, echt. Jetzt. Ich danke euch, ich danke euch. Ich bin, ja. Ich bin froh, dass sie mich nicht nochmal meinen Führerschein machen lassen, ne? Dankeschön, Spiel, für diese ermutigende Blüblüm, das ich gerade überhaupt nicht verdient habe. Hat das Ding TÜV? Ich denke nicht. So wie ich da gerade war, auf jeden Fall nicht. Trefft das nicht im Auge, ne? Aber vielleicht trotzdem am Kopf. Ah ja. Das war einfach. Das war ja einfach. Da oben ist die Truhe. Halleluja. Kann ich da jetzt so eine Rampe bauen? Das ist drehen. Echt wahnsinnig. Naja, hier kann ich auf jeden Fall da jetzt schon mal hoch, ne? Kann ich? Lässt es mir. Oh nein! Es lässt mich da nicht hoch. Ah, nee, aber wartet. Ah, nee, wartet, wartet. Oh, ich bin ja nicht dumm, ne? Okay, manchmal schon. Ich bin manchmal dumm, es tut mir so leid. Oh, wisst ihr, was geil ist, wenn du so Entwickler bist und dann siehst du Leute, die das so spielen und die spielen das halt extrem kacke. Und dann sitzt du so daneben und denkst dir so, wieso kommt sie da jetzt nicht drauf? Und ich glaube, so geht das euch oft. Ihr guckt mir zu und denkt euch so, wieso kommt sie denn da jetzt nicht drauf? Warum? Okay, dann würde ich dich halt reinschieben. Ich weiß gerade nicht, ob ich Kugeln da rein tun soll, ne? Wahrscheinlich nicht. Es gibt einen anderen Weg dahin. Ich denke, hier muss irgendwas rein. Nicht. Oh, das sind ganz viele dieser Kugeln. Und hallo Lexi, guten Abend. Alle rein damit. Ja, ich befürchte es fast auch. Do it. Oh nein, ich hab's verstanden. Okay, my bad. Nein. Ich hab's verstanden. Oh, und hallo Nerdtaku Universe. Herzlich willkommen bei meinem Stream. Nein. Oh Gott. Oh. Ich bin nicht gut in diesem Spiel. Billy Louie, herzlich willkommen. Ich spiele dieses Spiel sehr chaotisch. Und jeder, der mir zusieht, wird sich denken, wie kacke kannst du dieses Spiel spielen? Ja. Ich versuche mein Bestes. Ich habe jetzt hier erstmal rausgefunden, wie dieses Fahrzeug hier funktioniert. Das hat mich jetzt hier ewig gekostet. Aber der Chat hilft ja immer. Dumme Louie und schlauer Chat. Das ist that's the true story. Wie so eine Schneemaschine, seht ihr? Eigentlich kann ich... Geht das so? Hat er die jetzt rein? Seid ihr schon mal so einen Schneepflug gefahren? Das stelle ich mir super spannend vor. Ich glaube, das ist... Hängt da jetzt eine Kugel unten dran? Ich glaube, ja. Ich glaube, da ist jetzt eine Kugel unten dran. Und die sorgt gerade dafür, dass das alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Da ist eine Kugel vorne dran, ich fasse es nicht. Wie hat die das denn geschafft? Huch. Ah, das hat gereicht. Das ist sehr unterhaltsam.
Na, immerhin. Immerhin hat jeder was zu lachen. Ah, es war einfach schwer genug. Es waren genug Kugeln. Halleluja. Dieses Schreien war definitiv nicht meine Glanzleistung. Ich glaube, der lief gerade noch schlechter als der mit der Lava. Wenn man mit einer Pistenraupe mitgefallen, schreibt Lizzie. Das ist cool. Das ist nice. Das würde mich auch mal interessieren, wie das so ist. Oh, die Reifenpfeile, das wird mich heute Nacht verfolgen. Schau dir die Reifen an und alle nur so, Louis, die Reifen, guck doch die Reifen an. Und ich so, warum geht das nicht? Warum fährt das Ding nicht? Wie soll ich denn da rüberkommen? So ein Kackspiel. Ihr habt alle so ein Facepalm gemacht beim Zugucken. Ich kann es mir richtig vorstellen. Ah. Ja, auf zum nächsten Schrein, ne? Gut, dass ich nicht der Held bin in dieser Geschichte, ne?